Hallo Freunde, herzlich willkommen zur WOMO-Tour Dänemark Teil 8 und damit letzter Teil der Serie Nordsee hoch, Ostsee runter. Hier sind wir jetzt am Appenrader Fjord, der geprägt ist von Tourismus, Industrie und Gewerbe. Direkt zwischen dem Industriehafen und dem Badestrand des Ortes Appenrade liegen Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen. Naja, sehr idyllisch ist es hier gerade nicht. Gut, dann wieder rauf auf den Sattel und weiter zum Kunstmuseum Schloss Brunlund und Schlosspark. Und das hier sollte vielleicht mal eine Gartenbank werden. Jetzt ist es Kunst. Naja, und nebenan gibt es dann auch noch die alte Wassermühle mit Fischteich. Richtig, das sieht hier ganz nach Altstadt aus. Nur merkwürdig, hier gibt es kaum Menschen. Und jetzt sind wir in der Zone, wo es auch Fußgänger geben sollte. Schauen wir doch mal. Aha, dort, Fußgänger. Wir sind jetzt ein ganz schönes Stückchen gelaufen, ne? Ja, ist richtig. Wir sind durch die Altstadt von Orbenbrau oder Appenrade zu Deutsch gelaufen. Durch die Fußgängerzone, die mit zu den längsten in Dänemark gehört, und waren auch kurz an der Nikolai- oder in der Nikolaikirche und sind jetzt im Café Agnes. Sehr hügelig. Ah, jetzt gibt es noch was zu essen, weil wir müssen die lange Fußgängerzone wieder zurücklaufen.
Wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind in Skaref angekommen. Heute ist Donnerstag, der 4. August und wir sind hier in der Appenrader Förde. Da ist der Campingplatz und eine Ferienhaussiedlung gibt es auch. Es ist wirklich sehr schön hier. Wir waren auch im Wasser gewesen. Sehr erfrischend. Ja. Ich denke mal, das Wasser hat hier mehr als 18 Grad. Ne? Ja. Ja. Ja, das stimmt schon, 19, 20 Grad. Also 19 sicherlich, ja. Auf dem Rückweg sind wir die kurzen, knackigen Anstiege nicht mehr gefahren. Dafür war die Strecke etwas länger. Und dann gibt es immer noch Hinweise darauf, dass hier vor kurzem die dritte Etappe der Tour de France durchgekommen ist. Genau, in Dänemark hat Lidl noch Luft.